Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Informationsvideo. Heute geht es um die PlayStation Plus Mitgliedschaft. Und wenn du aktuell keine PS Plus Mitgliedschaft hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auf meinem Kanal dran zu bleiben. Schau dir das Video bis zum Schluss an. Und ja, ich würde sagen, Video geht los. So, und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache einfach mal ein Informationsvideo für euch, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und damit ihr nicht so ganz langweilig zu Hause chillt, wenn ihr kein PS Plus habt, im Monat Dezember. Und ja, mit der Methode könnt ihr natürlich auf jeden Fall mindestens an einem Wochenende, also auf jeden Fall an einem Wochenende im Monat Dezember mit euren Kollegen zocken. Und da habe ich mir gedacht, ist auf jeden Fall eine coole Sache und da müssen mehrere Leute von erfahren. Und ja, ich lese euch jetzt einen kurzen Text dazu, vor, damit ihr Bescheid wisst, wann was passiert und was los ist. Also für diejenigen, die jetzt im Dezember kein PS Plus haben, warum auch immer, vielleicht habt ihr euch das gewünscht zu Weihnachten und müsst jetzt noch warten, wollt aber gerne zocken, ist halt auf jeden Fall eine super Sache und ich lese jetzt euch einen kurzen Text dazu vor. Also PS4 und PS5 gratis Multiplayer Wochenende nennt sich das Ganze und das wurde von Sony angekündigt und ich lese mal kurz selber. Um die Online-Modi von Spielen, also um auf die Online-Modi von Spielen zugreifen zu können, ist sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft notwendig. Diese schlägt momentan mit 44,99 € zu Buche. Ich glaube aber, die kostet sonst 59,99 € oder 59,90 € für 12 Monate. Falls ihr die Online-Modi zunächst testen und schauen wollt, ob sie euch langfristig begeistern können, bietet sich die Teilnahme an einem sogenannten Multiplayer-Wochenende an. Im Dezember lädt Sony alle Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft dazu ein, sich online mit Call of Duty Black Ops Cold War, GTA Online, Red Dead Online und vielen weiteren Mehrspieler-Erfahrungen zu beschäftigen. Also finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das kostenlose Multiplayer-Wochenende startet am Samstag, den 19. Dezember 2020 und läuft bis Sonntag, den 20. Dezember 2020. Nicht-Mitglieder von PlayStation Plus, die PS4 oder PS5 Spiele mit aktiven Online-Multiplayer-Modi oder aktiven Online-Features besitzen, können diese im nächsten Monat für eine begrenzte Zeit ausprobieren, so Sony in der heutigen Ankündigung. Also PlayStation Plus Jahresabo liegt aktuell bei 44,99 €. Ich glaube aber, wie ich gerade schon sagte, das kostet sonst 59,90 €. Und ja, also für diejenigen, die jetzt aktuell, ja, falls ihr jetzt nicht so lange warten wollt, könnt ihr halt momentan die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus im Angebot statt sonst üblich 60 € erwerben. Käuflich erwerben. Ganz einfach. So. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video findet, ob ihr da schon von wusstet und natürlich, ob ihr ja keine PlayStation Plus Mitgliedschaft habt und somit an dem Wochenende teilnehmen werdet und mit euren Kollegen einfach chillt und zockt. So, ja, das war's dann erstmal mit diesem Video. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr weitere Videos auch nicht verpassen könnt. Somit zeigt ihr auch, dass ihr Interesse habt an Videos, die gute Informationen mit sich bringen und natürlich bloß den Like nicht vergessen. Ich bin erstmal raus. Euer Kraft. Ciao.